So, jetzt aber ganz leise, ganz langsam. Harte Zeiten. Ich möchte in diese Schubladen hinein. Ein Volltreffer! So bin ich. Ein Volltreffer, sagt er, aber nicht zu uns, oder? Eine Lupe. Na toll, mir wäre ein Schraubenzieher, wäre mir viel lieber. Muss ich mir den irgendwo kaufen, oder? Ich muss mal gucken, wenn ich das nächste Mal in meinem Zuhause bin oder bei einem Händler. Muss ich mal gucken, ob ich da einen Schraubenzieher kaufen kann. So, hier war auch noch irgendwas, ein Dokument oder so. Mal gucken. Pausenplätzchen. Schauen wir mal. Glückwunsch, Burmy. Du hast die Leichen gekriegt. Das ist keine üble Aufgabe, sofern man einen starken Magen hat. Falls du mal eine Pause brauchst, die Jungs und ich haben da ein gutes Plätzchen über dem Fertigungsbereich. Nur dort wird der Alte dein Schönheitsschläfchen nicht stören. Hier sind die Regeln. Nicht darüber reden. Beanspruch es nicht für dich allein. Nicht die Pfeife auf dem Boden ausklopfen. Wenn du erwischt wirst, keine Namen. So, so, das Pausenplätzchen also. Dobbs, Meisterjäger. Ich hätte als Herr geboren werden sollen, nicht als Diener. Meisterjäger. Verdammt kalt heute Nacht. Und da fahren sie dahin, die Leichen. Da kommt wieder ein leerer Haken und dann kommt wieder ein voller Haken, oder? Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Sag ich doch. Ich bin ein besserer Schütze als der alte Duke. Ist dem so, ja? So, hier könnten wir uns verstecken. Und hier müssen wir jetzt mal ein Schloss knacken. Na komm, na komm. Und Stift gesetzt. Voll. So, hier gibt es wieder ein bisschen was zum Abräumen, habe ich so das Gefühl. Schraubenschlüssel benötigt. Ja, verdammt. Ich weiß. Da ist ein Lichtschalter. Den mache ich mal aus. So, im Dunkeln lebt sich's leichter. Renovierungsnotiz. Achtung, die Renovierung der Eisenhütte in der Vale Street steht unmittelbar bevor. Die Anlage muss von heute an in 2 Wochen bereit sein, die Toten der Stadt zu verwerten. Auf altes Material aus früheren Projekten von Baron Northcrest ist zu achten. Jeder Bereich, der nicht auf die Verwertung und Entsorgung von Leichen umgestellt werden kann, muss als unzugänglich betrachtet werden. Der Diebesfänger-General wird diese Aktion persönlich überwachen. Ich muss wohl niemanden darauf hinweisen, dass Verzögerungen nicht hinnehmbar sind. Hauptmann Shaw. Der Diebesfänger-General also. So, so. Mir schwant nichts Gutes. So, können wir hier nochmal... Scheiße, nicht mehr so arg, ne? So, hier oben ist auf jeden Fall was... Würde ich gerne irgendwie hinkommen. Lass die wohl in den Eintopf werfen. Na verdammt. Komm, bleib oben. Da hinten blinkt noch was. Wie komme ich da jetzt rüber? Gar nicht, wie mir scheint. Kann ich hier die Tür knacken? Muss ich nicht, ist schon. Okay. Ich habe so das Gefühl, durch das, dass wir keinen Schraubenzieher, Schraubenschlüssel haben, müssen wir extreme Umwege auf uns nehmen und Gefahr laufen, entdeckt zu werden. Deswegen sollten wir das... Will keiner gegen die Ausgangssperre verstoßen?
Deswegen sollten wir das bei Gelegenheit versuchen zu ändern. Wer ist da? Du kannst dich nicht vor mir verstecken! Jetzt sind wir wieder entdeckt, oder? Da muss ich noch nachsehen. Schön die Türen zumachen. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, überprüf jede Ecke, bitte. Aber überprüf nicht die Ecke hier hinten. Nicht die Ecke hier hinten überprüfen. Da ist niemand. Nein. Da. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Wow, 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 wow. Hahaha. Alter Schwede. Ich nehme auf jeden Fall mal die Flasche mit. Draußen habe ich noch irgendwas blinken sehen, kann das sein? Scheiße. Die Bettler haben lebendig vermutlich ähnlich gestunken. Da draußen läuft er rum. Da ist er. Scheiße. Ich komme da, glaube ich, nicht mehr hin. Nicht mehr sicher. Oder? Oder doch? Und hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Ich probiere es jetzt einfach. Liegt ja in meiner Natur. Aber es hilft mir leider nichts, oder? Ich komm deswegen auch nicht weiter. Oder kann ich hier irgendwas noch machen? Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Okay, ich kann hier oben also nichts weitermachen. Jetzt machen wir mal die Tür zu. Ja, einfach nur zur Sicherheit. So, hier schleichen wir leise und langsam drüber über diese blöden Splitter. Lustige ist, dass es überhaupt keinen Unterschied in den Geräuschen gibt, ob ich da jetzt schleiche oder nicht. So, das Licht hat er auf jeden Fall ausgelassen, was ich sehr vorteilhaft finde. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe ihr gesagt, dass unser Leben sich verändern würde. Bringt das was? Da in die Tür muss ich auf jeden Fall rein. Wenn ich das Gießerfieber bekomme. Ich probiere es jetzt mal. Was passiert? Hier war das. Warum siehst du nicht nach, was das war? Scheiße, ich dachte, er geht vielleicht hin. Verdammt. Jetzt hat er mir auf jeden Fall schon mal die Tür aufgemacht. Vielleicht lässt er sie auch offen. Stumpfe Pfeile. Nice. Welches sind denn die stumpfen Pfeile? Die hier, oder? Nein. Die hier vorne. Damit kann ich dann die ausschalten hier. Aber wo ist jetzt der andere hin? Kommt er wieder? Kommt er nicht wieder? Ich
weiß es nicht. Ich harre jetzt mal noch ganz kurz aus. Wenn nichts war, das wird eine lange Nacht, wenn er zurückkommt. Gesundheit, Gesundheit. Gesundheit. Bei allen toten Göttern. Woher kam jemand? Hallo? Ernsthaft jetzt? Du machst das noch nicht lange, was? Wo sollst denn hingehen? Hey! Du hast keine Chance! Er ist verschüttet! Oh, ja! Na toll. Wir sind wieder tot. Ein Death Counter wäre langsam mal angebracht, oder? ja, hilft ja nichts, ne? Muss ich ja wohl. Für was ist dann der... ich glaube, stumpfe Pfeile sind eher zum Lichtschalter ausmachen, oder? Und ich bin wieder ganz hier unten. Okay, dann nochmal von vorne. Hip hip hurra. Das tut weh. So, komm. Oh, Treffer. So. Nicht. Hier stimmt so einiges nicht. So, den Brief hier, den kennen wir ja. Nein. Hallo? Steh mal auf. Nimm die Schere. Dann haben wir die jetzt nämlich auch. Ich öffne mal ganz kurz das Dokument, damit das Plus weg ist. Gelesen haben wir es ja schon. Mit dem Schlafplätzchen. Der Einzige, der hier arbeitet, ist der Ofen. Dann knacken wir das Schloss hier nochmal. Ein Volltreffer. So bin ich. Und der Typ da oben, der schießt ernsthaft auf die Leichen, ne, um zu trainieren oder so, auch wenn die Ziele halt für den Arsch weit weg sind, also Sinn macht das definitiv nicht. Okidoki, so, dann räumen wir hier nochmal ab. Das hier geht wahrscheinlich immer noch nicht, nein, wo kriege ich diesen Schraubenschlüssel her, man weiß es nicht. Und hier gehen wir wieder leise drüber. Dann Licht aus. Die Renovierungsnotiz kennen wir ja auch schon. Genau, die Eisenhütte in der Whale Street. Oh, hier sind noch ein paar Schubläden. Die haben wir vorhin gar nicht reingeguckt. Komm schon. Ein Flachmann, immerhin. Hoffentlich ist er gefüllt, weil ich habe Durst. Okay. Naja, hier sind halt viele Leichen, ne? Deswegen wird es hier auch ein bisschen stinken. So. Und jetzt, es tut mir leid. Aber du kannst mich mal. Du entkommst mir nicht! Ich werde dich finden! Warum schläft er jetzt eigentlich nicht ein? Wo ist er, verdammt? Ich glaube, er sucht uns nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich riskiere es mal.
Verdammt. Er sucht doch. Sucht er bis hier runter? Ich bleib mal versteckt, weil wenn ich mich erst verstecke, wenn er hier unten ist, dann sieht er das immer. Und dann bekommt, also die bekommen das dann mit und dann haben sie uns trotzdem. Eieieiei. Jetzt Flasche ausrüsten. Die Nacht dauert ewig. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Ich habe keine spitzen Pfeile leider. Seilpfeil hilft mir auch nicht unbedingt. Wasserpfeil bringt mir da natürlich rein gar nichts. Was ist denn jetzt los? Aber das ist vielleicht ganz gut, weil dann kann ich die nämlich mal ablenken. So hoffte ich zumindest. Aber sie kommen nicht bis hier runter, ne? Will keiner gegen die Ausgangssperre verstoßen? Scheiße. Flaschenverschwendung. Ah, jetzt patrouilliert er wenigstens hin und her. Ich würde den Baron gern mal treffen und ihm die Hand schütteln. Okay, pass mal auf. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Huh? Du! Ah, ich war zu langsam. Ah. Ah, okay. Ich hab ihn gefunden. Hat kein Zopf mehr. Das ist echt anstrengend.